Ihr habt euch sicher die Frage gestellt, wo ich abgeblieben bin. Bin ich jetzt tot? Oder wo bin ich gewesen? Oder was war los? Ja. Oder bin ich im Tiefen des Internets verschollen gewesen, sein, worden, wie auch immer. Aber ich bin jetzt wieder hier und werde alles klären, was ihr vielleicht für Fragen hattet. Und hallo, Freunde. Und hier sind wir wieder seit, glaube ich, 3 Monaten zu einem neuen Video. Und ja, dann schaue ich jetzt mal, was ich jetzt hier so mache. Ich bin einfach mal die Serverlisten durchgegangen. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, was nach 3 Monaten los ist. Wenn man jetzt nicht mehr viel PvP gemacht hat, wie soll man es dann jetzt irgendwie besser hinbekommen? Also bin ich einfach mal die Serverlisten durchgegangen, die ich da so eingespeichert habe. Und jetzt bin ich hier wieder auf dem Dust MC Server, weil ich schon lange nicht mehr. Und habe jetzt diesen neuen Modus gefunden, PvP Trainer. Und da sagen vielleicht die meisten wieder, das ist nichts anderes als Timonia. Nein, das ist doch noch etwas anders. Also man hat hier zwar, ja, die Inseln wie hier zum Beispiel. Hier kann man sich schön Kit machen. Für die bestimmten Sachen, die man hier machen kann. Oder man kann auch halt eben ganz normal mit den Spielern trainieren, sehen, was die für einen Rang sind. Ich bin gerade auch nicht weit gekommen. Oder hier ein CPS-Klicker, da kann man sehen, wie viele Klicks man pro Sekunde hat. Und ihr seht schon, der misst dann immer mit der Zeit, wie viel man so circa hat. Und ja, und kann dann hier einfach draufschlagen, mal gucken, was man so hat. Oder hier dann auch noch auswählen, was man spielen möchte. Oder auch einfach mit dem Rechtsklick auf ein Schwert kann man im Spiel beitreten, wenn jetzt jemand da auch in der Warteschlange steckt. Und das finde ich sogar ganz cool. Nicht unbedingt das hier, aber auch mal super. Ich war hier noch nie unten. Dass man jetzt hier auch noch auf den Kompass klicken kann. Und jetzt hier auch einfach gegen Bots trainieren kann. Ich habe das schon mal ausprobiert. Und natürlich, weil ich jetzt ja ein paar Monate hinter mir habe, wo ich nicht gezockt habe oder allgemein irgendwie geübt habe, kann ich das mal schön ausprobieren. Gegen den einfachen Bot. Und das sind jetzt einfach nur Bots und keine Spieler, gegen die man spielt. Da kann man einfach ganz normal trainieren. Die verhalten sich auch relativ gut, meiner Meinung nach. Also wie sich auch Spieler verhalten würden. Wie hier zum Beispiel habe ich gerade gut abgeschnitten, weil ich den gerade gut erwischt habe. Und komm, ich spring mal runter, vielleicht spawn ich dann ja wieder hier oben. Und kann das dann halt eben dementsprechend weitermachen. Jetzt gehe ich nochmal in Normal. Dann seht ihr schon, das Equipment ist etwas weiter ausgebaut. Aber die Angel natürlich, ja, die nutze ich nicht. Da kann er gerne mir mit der Angel kommen. Ich habe da schon, ja, seht ihr schon, was das so nach 3 Monaten kein Zocken in Richtung Minecraft hin bewirkt. Aber ich wollte ja auch klären, was jetzt halt eben der Grund war, warum jetzt nichts kam. Erstens, ihr wisst schon den Prüfungsstress aus der 10, den ich habe. Und dann Punkt 2 war auch noch, dann ist auch noch unser Router total durchgebrannt. Hat er auch nicht mehr funktioniert. Ich habe jetzt sogar Gone Goldapfel besiegt, geil. Können wir sogar eine Stufe höher gehen. Dann ist sogar unser Router durchgebrannt, hatten wir erstmal auch für eine Woche kein Internet. Und dann hatte ich halt eben noch was, noch ein paar andere Sachen, was jetzt eher privater ist, zu klären. Und das war auch der Grund, warum jetzt in dieser Zeit keine Videos kamen. Und ihr seht schon, der Schwere, der geht viel stärker ran. Ja, das ist also, kann man so sagen, der Grund, warum jetzt nicht so wirklich was kam. Also ich kann es euch jetzt nicht wirklich sagen, das ist alles eher etwas privater, abgesehen von den Prüfungen. Sonst der Rest ist halt eben, ja, eigentlich sehr legitim. Und jetzt wegen der Angel kriegt man das nicht so gut hin. Ich muss den hier unbedingt besiegen, weil ich hab das nur so teilweise getestet hier gerade. Aber egal, was habe ich mir denn jetzt hier so vorgenommen? Und zwar, ich muss vorproduzieren, dann kriegt ihr so circa 3 Wochen garantiert Videos. Vielleicht mit 1-2 Tagen Ausfall.
Und ich konzentriere mich jetzt gerade mehr aufs Reden als aufs Kämpfen. Und zwar circa mit 3 Tagen Ausfall würdet ihr dann was bekommen. Wie zum Beispiel, ja, vielleicht mal PvP, vielleicht auch mal richtig was. Ich überlege sogar noch was zu starten. Ich habe ja auch gesagt, es soll ja auch die Weiterführung von Square Plan Survival sein. Und jetzt habe ich vergessen, einen Apfel zu essen. Die Weiterführung von Square Plan Survival soll ja auch mal kommen. Und die wird auch noch kommen. Aber weil ich mir da selbst ein Modpack ausdenken wollte, hat es, wie gesagt, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, dass es da Probleme gab und ich kam da auch nicht wirklich vorwärts jetzt durch den ganzen Prüfungen und dem Ganzen. Halt eben, mit den, Yo, Alter, geil. Da habe ich den sogar. GG. Obwohl das ein Bot ist. Komm, das probieren wir jetzt nochmal. Und zwar, dass die Kompatibilität bei manchen Modpacks jetzt nicht so wirklich gewährleistet ist und nicht wirklich funktioniert. So, deshalb habe ich vor, jetzt mal vielleicht etwas mal die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen, auch so etwas, wo ich jetzt mit YouTube gestartet habe, was ihr wahrscheinlich nur kennt, 2012 und jünger, so nach dem Motto, oder auch klein wenig älter mal zu gehen, sowas in die Richtung. Und, ja, da habe ich jetzt halt eben so überlegt, was kann man da so machen. Weil ich wollte auch was relativ Entspanntes auch mal einfach mal so sagen, yo, ich habe jetzt mal einen Server dazu eröffnet, ihr könnt mal drauf joinen, ich mache dazu einen Livestream. Also sowas in der Art. Da habe ich dann jetzt mal geguckt. Und habe jetzt mal, auch... Ah, schade. Und habe dann jetzt halt eben auch mal gesehen, und auch mal überlegt, was mir jetzt so Spaß machen würde. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, ich hatte doch mal das Projekt, Brave. Minecraft Brave. Ist schon relativ alt. So, der lädt gerade auf. Dann kann ich das auch machen. Alter, jetzt hat er mich. Jetzt habe ich ihn aber. So. Perfekt. Und dann habe ich da mal überlegt, was kann man da so machen? Weil nämlich, ich wollte auch etwas mit Story haben, aber ich wollte auch was, wo ich jetzt nicht gezwungen bin. Ja, du musst jetzt wirklich schneiden, irgendwas liefern und so. Und das könnte ich dann auch so über diese 3 Wochen strecken circa. Das wäre dann eine Modpack-Serie, wie ich das auch nennen könnte. Und die würde ich dann Minecraft Mold nennen. Also aus Mod und All zusammengesetzt, ja. In dieser Serie würde ich dann, kann man sagen, ältere Modpacks zocken, auch nach Nachfrage. Und würde vielleicht daraus meine Story würfeln, würde vielleicht auch mal daraus auch mal ganz normal zocken. Und man kann das als Tutorial sehen, aber auch als Let's Play davon oder auch als Roleplay. Es ist irgendwie so ein gemischtes Ding. Also es wird Story-Elemente erhalten, aber es wird auch gleichzeitig halt eben so sein, ja guck mal, dies und das mache ich jetzt und jetzt nicht so gezwungen, immer in eine Rolle zu tauchen und das alles, das wäre für mich dann auch etwas entspannter. Und dann könnte ich das dann halt eben auch über, also auch, weil ich wie gesagt vorproduzieren muss, könnte ich das dann auch über diesen Zeitraum strecken. Jo, perfekt. Könnte ich das dann auch über diesen Zeitraum strecken und dann halt eben auch mal ausprobieren. So, und dann probiere ich jetzt gleich nochmal was anderes aus. Anstatt hier nur ständig das zu spielen. Weil ich jetzt gerade schwer auch noch spiele. Ups. Habe ich total vergessen. Ich glaube, das war schlecht. Jetzt kommen die ganzen hartgesottenen PvPler, wo die jetzt sagen, man macht das nicht so. Ja, verstehe ich schon. Benutzt die Angel. Verstehe ich auch schon. Aber komm, dann machen wir jetzt mal was anderes. Hier machen wir mal Subduell. Was ich jetzt schon mögen würde. Und wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Wow, schon fast 10 Minuten. Oh, haben wir vergessen, die Suppe zusammenzustellen. Da kommt es schon auf mich zu. Ich brauche hier, glaube ich, sogar keine Suppe. Obwohl doch. Weil Suppen-PvP ist nicht so meins. Wann hast du deine Suppen auf?
So, komm, 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 komm. Muss ich... Da einfach hat mich besiegt. Ja gut, Supen ist auch nicht meins. So, dann gucken wir mal weiter. Das ist halt eben, wie gesagt, das mit Bots. MLG-Sprünge kann ich, glaube ich, nicht. Werde ich jetzt fallen gelassen? Oh, ich muss hier runter und dann, glaube ich... Okay. Ach so. Ich muss sofort runter, weil schon der kleinste Schaden. Okay, habe ich das gerade geschafft? Nein, jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, einen Punkt habe ich. Ja. Ah, schon wieder daneben gelandet. Ah, schon wieder. Ich muss nämlich genau auf dem Block landen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Und ich versuche das teilweise mit Spammen oder auf dieser Ecke zu landen. Weil das ist dann schon eher, dass ich da auf dem Block landen könnte. Oh, und jetzt schon wieder zu spät. Mann, ey. Ja, also MLG ist nicht so meins. Irgendwie mit dem Wasser geht das besser als mit Spinnenweben, meiner Meinung nach. Kann auch Einbildung sein, aber es ist irgendwie so. Ja, schon wieder bin ich jetzt aufgekommen. Blau hat gewonnen. Achso, bin ich blau gewesen? Ich weiß es nicht. Ja gut, aber auf jeden Fall mal sehen. Angler, PvP, Fastbridgen, TNT. Bad Wars Trainer, One Line. Ranked. Okay, jetzt bin ich in eine Ranked-Warteschlange gekommen. Da machen wir jetzt nochmal zum Abschluss sowas, weil ich muss circa 4 Videos pro Tag vorproduzieren, damit ihr auch 3 Wochen ein Video habt. Und ich jetzt halt eben auch weniger Stress, kann man so sagen. Aber ich weiß nicht, ob da überhaupt jemand kommt. So, dann gucke ich mal, wie viel ich jetzt hier allgemein schaffe. Oh, da waren gerade 10. Ah, jetzt komm, 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 komm. Ah, da waren wieder 10. Ah, oh, schade. Mein Rekord habe ich aber nicht gebrochen. Das waren 12 für eine kurze Zeit. Habe ich das mal gehalten. Mann, ey. Aber auf jeden Fall Arena-Kämpfe gibt's gerade wenig. Ich finde ja auch wenig. Suche nach Gegner. Ja gut, also die kämpfen vielleicht auch so. Dann mal gucken, wie jetzt so der Kitmeister aussieht. Dann 1 vs 1. Welchen neuen Spieler? Kitmeister. Ich dachte, hier kann man Kits machen. Ja, also so recht habe ich das jetzt leider auch nicht verstanden. So, komm, dann warte ich mal eine Runde in Lava. Auf jeden Fall, ich finde, zum Trainieren ist das viel besser als Timolia, weil nämlich, guck mal, man hat das hier, also die schönen Leute, auf die man drauf kloppen kann. Jetzt halt eben auch noch, dass man hier so mit dem Bot trainieren kann und dann auch sich später mal auf Ranked einlassen kann. Also ich finde das irgendwie viel besser, weil nämlich das, da ist man jetzt nicht so wirklich gezwungen, überhaupt was, also überhaupt jetzt sofort schon irgendwie was zu können, sondern man muss es einfach nur wollen. Ja, und da ist jetzt, glaube ich, auch schon die Zeit vorbei, weil ich habe einen dünn gestrickten Zeitplan heute, weil ich muss das hier noch schneiden, noch ein anderes Video schneiden und dann noch 2 weitere aufnehmen. Und ja, und dann sage ich jetzt dann schon mal, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und teilt es euren Freunden mit. Und ihr könnt mich ja unterstützen, wenn ihr mich abonniert. Dann sage ich bye mit Ei.